Nicht mehr Inflation ist das eigentliche Thema für die Märkte, sondern die Angst vor dem Systemcrash. Und diese Angst, die manifestiert sich derzeit bei dieser totalen Wende der britischen Notenbank. Die Bank of England hat ja wie andere Notenbanken auch zunächst mal Zinsen angehoben zur Bekämpfung der Inflation, dann Quantitative Tightening betrieben, also die Bilanzsumme reduziert, und plötzlich schwenkte man komplett um, sagte, wir werden mal vorübergehend jetzt doch wieder Anleihen kaufen, denn es herrschte Chaos und extremer Stress am britischen Finanzmarkt. Pensionskassen in Großbritannien waren in solcher Schieflage, dass die Notenbank zu dieser totalen 180-Grad-Wende gezwungen war. Und heute hat sie jetzt nochmal einen draufgelegt. Damals hat sie gesagt, vor einigen Tagen, Wochen, naja, das ist eine vorübergehende Aktion. Heute hat man nochmal interveniert, wird das Quantitative Easing ausweiten. Also ist schon mal das Thema vorübergehend eigentlich abgefrühstückt. Und vielmehr geht es jetzt um weitere Notfallmaßnahmen. Nichts ist so permanent wie vorübergehende Maßnahmen von Regierungen, wie wir ja wissen. Und die Bank of America bringt es auf den Punkt, wenn jetzt die Bank of England, die britische Notenbank, es nicht schafft, diese Krise in den Griff zu kriegen, dann haben wir so eine Art Bear Stearns-Moment von 2008. Und wenn die Probleme dann auf die USA übergreifen, dann haben wir eine Lehman-Krise 2.0 oder 2 hoch 4. Denn es ist ja so, dass da natürlich ähnliche Probleme sind. Die Pensionskassen, die leihen sich Geld, hinterlegen als Sicherheit Staatsanleihen für diese Geldausleihe. Dann verlieren die Kurse dieser Staatsanleihen, dadurch entwertet sich die Sicherheitshinterlegung, was wiederum dazu führt, dass diese Pensionskassen diese Anleihen verkaufen müssen. Dadurch steigen die Renditen weiter. Und dieser Teufelskreis, der setzt sich immer weiter fort. Zwei Interventionen in 24 Stunden, so sagt die Financial Times. Das ist pretty extraordinary. Es zeigt, dass die Probleme im britischen Finanzsystem viel größer sind, als wir vor kurzem noch gedacht haben. Und genau das, oder man könnte sagen, die britische Notenbank ist das schwächste Glied derzeit in der Kette der westlichen Notenbanken. Es ist ein Symptom, was da auftritt, aber die Ursache ist eine monetäre Krise. Es ist letztendlich der Geist, den man aus der Flasche gelassen hat, den man nicht mehr in den Griff kriegt. Und jetzt muss man die alten Rezepte wieder auspacken, um irgendwie diese Situation zu stabilisieren, das Feuer zu löschen. Und ob das gelingen wird, pardon, ist fraglich. Denn vor allem UK hat jetzt sowohl fiskalisch als auch monetär viel an Glaubwürdigkeit verloren. Die Truss-Regierung mit ihrer Steuersenkung vor allem für die Wohlhabenden, die ziemlich schwachsinnig ist, und damit ist natürlich jetzt der Weg für noch höhere Inflation, auf die Notenbank dann eigentlich mit noch höheren Zinsen reagieren muss, geebnet, denn sie schüttet ja durch diese Quantitative Easing Maßnahmen wieder faktisch Geld ins System. Und wir müssen uns das mal vorstellen, die Bank of England hat jetzt heute gesagt, wir kaufen also Anleihen, die nicht inflationsgeschützt sind. Dafür druckt sie jetzt praktisch Pfund, also Druckgeld, um dann nicht inflationsgeschützte Anleihen zu kaufen, um deren Absturz zu verhindern, was aber wiederum, nämlich dieser Kauf dieser Anleihen, die Geldmenge erhöht und damit die Inflation wiederum letztendlich nach oben treibt, sodass das praktisch wie so ein Teufelskreis ist. Man beißt sich permanent selbst in den Schwanz, hat man das Gefühl. Also es ist wirklich eine monetäre Krise vom Allerfeinsten. Und gestern wurde mit Ben Bernanke einer derjenigen mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt, der genau dieses System hervorgebracht hat, der gesagt hat, ich habe die Weltwirtschaftskrise studiert, wir müssen Liquidität ins System kippen und dann wird alles gut. Nein, es wird nicht alles gut, weil man nur die Symptome bekämpft, aber nicht die Ursache. Und die Fed, die wird langsam ein bisschen vorsichtiger, Lyle Brainard, Fed-Vize, die sagt schon, ja, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht Over-Tightening betreiben, also zu sehr die Geldpolitik straffen, ähnlich gestern Evans. Overshooting is costly, das könnte also auch gefährlich sein. Und wenn wir dann mal so Lyle Brainard hier unten rechts hören, dann ist das so verschwurbeltes Zeug. Ja, wir könnten ja erstmal ein bisschen vorsichtiger werden, damit wir abwarten, wie die Dinge sich dann so entwickeln und unsere Zinsanhebungen dann in der Wirtschaft wirken. Dann könnten wir weitere Schlüsse draus ziehen, etc. etc. Also, da merkt man schon, denen geht langsam die Muffe. Jetzt gibt es übrigens einen neuen Ausdruck, nämlich der Financial Accident, der Finanzunfall.
Das zeigt, die Fed wird gezwungen sein, zur Vermeidung eines Finanzunfalls eine Wende zu betreiben. Und die Fed, davon bin ich fest überzeugt, wird nicht wegen der Inflation eine Wende einleiten, nicht wegen dem US-Arbeitsmarkt, nicht weil Probleme irgendwo in der Welt sind, sondern weil der Systemcrash droht, weil systemrelevante Player aus der Kurve zu fliegen drohen. Und das kann das System nicht vertragen. Die Fed hat die Inflation aufgeblasen, indem sie viel zu lange viel zu viel Geld gedruckt hat, dann zu langsam reagiert, wie Sven Hennek beschreibt. Jetzt geht sie zu schnell vor, versetzt dem System einen Schock, hat sich jetzt in dieses hawkische Narrativ ein bisschen verbissen. Wir müssen die Inflation bekämpfen. Pardon, aber ist diese Inflation wirklich so das Problem? Gucken wir uns mal die Inflationsdaten aus den letzten beiden Monaten an, zum Vormonat jeweils 0% und 0,1%. Am Donnerstag kommen hier die frischen Daten, erwartet 0,2%. Also der kurzfristige Inflationsdruck ist komplett weg. Natürlich haben wir zu den Vorjahresmonaten noch sehr hohe Zahlen, aber man sieht, die Dynamik ist raus aus dieser ganzen Geschichte. Umso fragwürdiger eben dieses hawkische Festbeißen, das nur erklärbar ist, eben aus den Versäumnissen davor, als man die Inflation ignorierte, negierte, gesagt hatte, sie wäre transitory. Und die Wirtschaft säuft in einem Tempo ab, das sich gewaschen hat. Jetzt warnt der IWF, das Schlimmste für die Weltwirtschaft kommt erst noch. Man senkt die Prognosen auf breitester Front, vor allem für Europa. Wen wundert es? Russland allerdings steht besser da als vom IWF befürchtet oder prognostiziert. Und jetzt gucken wir uns mal der globale PC-Markt. Steepest decline on record. Worldwide Shipments von Desktops und Laptop-Computers sind 19,5% gefallen im dritten Quartal. Also der größte Absturz in Sachen PC-Nachfrage, wenn man so will. Jetzt neue Umfrage der New Yorker Fed. Household Spending im Dezember, also Konsumausgaben der Menschen im September mit einem Rekordrückgang. Wir haben also im September und im Oktober praktisch das Fallen von der Klippe gesehen der Weltwirtschaft, nicht nur in Deutschland, nicht nur in China, sondern das wird jetzt eben auch sich übertragen auf die USA. Und diese Stimmung, die dadurch entsteht, dieses bärische Sentiment jetzt gegenüber den Märkten, sehen wir heute wunderbar. Wir haben massiv viele Downgrades von Aktien. Wir haben gesehen, dass vor allem Retail, also Privatinvestoren, immer bärischer werden. Wir sehen jetzt auch die Sell-Side, also die Analysten, die sagen jetzt, oh Gott, alles ganz schlimm. Wir sehen neue Rekord seit der Finanzkrise in Equity Capitulation Index. Also es ist derzeit alles ganz schlimm. Alle haben Angst und hier sehen wir mal auch, und dass wir jetzt drei Standardabweichungen vom 50-Tages-Durchschnitt sind beim S&P 500. Da hatten wir schon durchaus mal mehr, aber nicht allzu oft. Also wir sind schon sehr, sehr stark überverkauft. Und Mr. Blunt, ein hervorragender Zeitgenosse, was seinen analytischen Fähigkeiten betrifft, der sagt, also ich bin eigentlich bärisch und habe das Ziel 3000 Punkte bis 3200 im S&P 500. Aber auf diesen Niveaus, bei solchen Parametern, würde ich eben jetzt nicht zwingend short gehen. Zumal das eben alle anderen machen, auch jetzt Institutional Traders, die geben jetzt so viel aus für Put-Optionen, sind bereit, horrende Preise für Put-Optionen zu bezahlen. Auch das ist nach meiner Auffassung eher ein Kontraindikator. Und jetzt erwischt es selbst die einst so gefeierten wie die Schweizer Nationalbank, oder? Die haben jahrelang Aktien gekauft, vor allem von amerikanische Aktien, eine Apple, alles, was nicht auf den Baum kam, auch eine GameStop übrigens, das zeigt so ein bisschen, wie man da gestrickt ist. Wir waren etwa so im Mai 2021, also vor gut einem Jahr, hatte die Schweizer Nationalbank 150 Milliarden Dollar investiert in US-Aktien. Ja, praktisch ja die Schweizer Nationalbank, der größte Hedgefonds der Welt, könnte man sagen. Und wir sehen, dass die Bilanzsumme jetzt deutlich gefallen ist. Hat man jetzt FANG-Aktien verkauft? Hier sehen wir die Parallelität zum FANG-Plus-Index. Also vielleicht musste die Schweizer Nationalbank da mal ein bisschen was rausschmeißen aus dem Depot oder man musste es bilanzieren, weil einfach dann zum Beispiel eine Meta, die man im Depot hat, die heute ja ein neues Tief erreicht hat,
da musste man vielleicht mal etwas Wert berichtigen. Wir sehen aber heute eine Erholung. Wir sehen, dass der Dollar zurückkommt. Wir sehen, dass die Renditen auch durch die Aktion vor allem der Bank of England jetzt erstmal wieder fallen. Das sind ja diese zwei Damoklesschwerter, die die Märkte immer so stark drücken. Jetzt sehen wir hier mal den S&P 500 von Ron Walker und sehen diese Gegenbewegung, die jetzt da stattfindet. Wie weit kann die gehen? 3750 wäre die Abwärtstrendkanallinie im S&P 500, vielleicht 3800 Punkte so um den Dreh, 3,97, das wäre das 38,2er Retracement auf Fibonacci-Ebene. All das sind denkbare Ziele, muss nicht so kommen. Aber wir haben halt eine solche Negativität im Markt vor den donnerstäglichen Verbraucherpreisen, die hat sich gewaschen. Hier sehen wir mal den Dollarindex im Chart von Capital.com. 112,33, deutlich gefallen heute. Die erste größere rote Kerze, die wir hier beobachten. Das muss weitergehen, das ist ganz klar, sonst wird es schwer für die Aktienbullen, sonst wird es auch für die Erholung hier schwer. Kommen wir jetzt mal nach Deutschland. KfW Mittelstandsbarometer, Rezession hat bereits begonnen. Wir sehen, dass die Zahlungsmoral bei Unternehmen sinkt. Die werden immer öfter säumig, wie Daten von Kreditreform belegen. Und wer macht sich die Taschen voll? In Deutschland, man hat jetzt deutlich mehr Steuereinnahmen, eben auch durch Inflation, denn diese Energiepreise, da ist ja Steuer drauf, das geht dann direkt auch in den Staatshaushalt. Zumindest hat man das Staatsdefizit jetzt im letzten Monat ein bisschen verringern können. Die Autoproduktion in Europa könnte bald drastisch einbrechen, wie S&P sagt. Gleichzeitig sehen wir diese Lohnpreisspirale jetzt in Deutschland. Die Gewerkschaften fordern für den öffentlichen Dienst hier einen Plus von 10,5%. Und für die EZB heißt das, das Fenster für große Zinsschritte, das verengt sich immer mehr angesichts eben der jetzt anstehenden Rezession. Kommen wir nochmal zum Gasmarkt. Hier sehen wir, dass jetzt die Lieferungen nach Europa so krass sind wie noch nie. Es wird extrem viel Flüssiggas geliefert und zwar so viel, dass das zunächst mal gar nicht aufgenommen werden kann. Jetzt müssen viele Lieferanten schon praktisch das Flüssiggas auf den Schiffen lassen und lagern. Gleichzeitig sehen wir, dass die Preise jetzt auf einem Allzeithoch sind. Ein LNG-Schiff zu chartern kostet knapp $400.000 pro Tag, muss man sich mal vorstellen. Es gibt einfach schlicht zu wenige dafür. Hier sehen wir mal diese Grafik, die hier nach oben geht. Das sind die Preise 2022 saisonal. Normal sehen wir, dass in den Winterreihen immer die Preise nach oben gehen, aber noch nie so krass, jetzt schon so früh wie jetzt wird das erlebt. Und der deutsche Staat will helfen, 96 Milliarden Euro raustun, das entspricht fast 3% des deutschen BIPs. Wer soll das bezahlen? Nun ja, das macht nichts. Wir haben jetzt einen Schuldenstand von 2,3 Billionen und wenn jetzt die Staatsanleihenrenditen um 0,2 Punkte steigen, also um 20 Basispunkte, um 0,2%, dann ist das eine jährliche Mehrbelastung Schritt für Schritt von 4,6 Milliarden Euro, auch kein Pappenstiel. Gleichzeitig hören wir jetzt EnBW, der Energieversorger, erhöhte die Gaspreise um durchschnittlich 38% noch einmal. Und jetzt haben wir die gerade schon eine witzige Situation, dass Greta Thunberg herself sagt, also das deutsche AKW aus, das ist aus der Kernkraftwerke, ist ein Fehler. Wenn man sie schon mal laufen hat, dann sei es besser, diese laufen zu lassen, als eben Kohle raufzufahren. Es ist offenkundig so, dass wir Deutschen ja irgendwie extrem sind in jeder Hinsicht. Wir haben jetzt bei den Grünen auch eine Extremsekte innerhalb der grünen Bewegung, die sagen, lieber Atomkraft abschalten, dann fahren wir lieber alles andere rauf, Kohlekraftwerke. Auch wenn der CO2 praktisch voll nach oben treibt. Also es ist schon eine sehr spezielle deutsche Sekte, die hier bei den Grünen entstanden ist. Die internationalen Grünen schütteln teilweise auch schon den Kopf. Das ist unglaublich. Und dann schauen wir uns mal Pressemeldungen an, wie etwa bei der Süddeutschen Zeitung. Da sagt man hier, nach der Pleite in Niedersachsen will sich die FDP profilieren und fordert vehement den Weiterbetrieb der drei letzten Atomkraftwerke. Das fordert die FDP schon länger. Jenseits jetzt von Sympathie oder Antipathie für diese Partei. Also das kann man ihr nicht wirklich vorwerfen, aber es ist einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands, dass das nicht verstanden wird. Und dann hier so ein bisschen, ja, die wollen sich jetzt profilieren. Die Ernsthaftigkeit der Lage wird hier nicht kapiert. Das ist das große Problem derzeit noch. Wir sind noch zu sehr in diesem Wohlstands
Gefühle leben noch zu sehr aus der Substanz, als dass den Leuten klar wäre, dass jetzt alles an den Staat gebracht werden muss, was an den Staat gebracht werden kann. Hoffnungszeichen, wenn wir jetzt mal weg vom Energiethema gehen, aber thematisch da noch ein bisschen dranbleiben. Putin, Treffen zwischen Putin und Biden möglich. Lavrov hat gesagt, wir sind offen für ein solches Treffen, wir sind offen für Gespräche. Immerhin ein kleines gutes Zeichen. Die Amerikaner dagegen sind sauer auf die Saudis, nachdem die federführend ja die Ölproduktion mit der OPEC Plus reduziert haben. Die wollen jetzt im Grunde mehr oder weniger komplett ihre Beziehungen zu Saudi-Arabien überdenken. Also auch hier Geopolitik sozusagen mit tektonischen Verschiebungen. Wir sehen, in China war ja die Hoffnung, naja, vielleicht wird diese irre Corona-Politik mal ein bisschen gelockert, aber da gibt es jetzt keine Zeichen. Die People's Daily hat gesagt, nein, die Null-Corona-Politik ist die richtige, wir müssen dabei bleiben. Hier ein Artikel auch bei Finanzmarktwelt, Shanghai vor zweiten Lockdown, das droht jetzt und das wäre natürlich eine schlechte Nachricht wiederum für die Weltwirtschaft, es wäre auch eine schlechte Nachricht für Lieferengpässe, Materialmangel und Inflation. Ich will nochmal hinweisen hier, IWF warnt, das Schlimmste für Weltwirtschaft kommt erst noch. Schauen Sie sich mal an, was da eigentlich jetzt erwartet wird, wie krass die Situation hier kommen dürfte. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, die EZB fürchtet jetzt, dass viele Banken in Schwierigkeiten kommen, weil sie Kredite an bereits hochverschuldete Unternehmen weitervergeben. Genau das hat die EZB ja forciert letztendlich mit ihrer Geldpolitik, die jetzt zu dieser monetären Krise führt. Jetzt sagt die bösen Banken, ihr macht es weiterhin ganz, ganz fies. Zweite Artikelempfehlung und dritte Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Immobilienmarkt mit massiven Problemen, sich beim Wohnungsbau. IFO zeigt, dass die Stornierungen wahnsinnig stark nach oben gehen hier in Deutschland. Also drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.